Hallo, ihr Bastelnerds. Willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Es ist ein weiterer Tag in der Create a Smile Challenge. Wir sind immer noch bei den Standsteilen. Und ich habe auch heute wieder was vorbereitet. Also die ganzen Bedingungen für die Challenge habe ich euch sicherlich hier gerade schon wieder eingeblendet. Ja, vorbereitet habe ich von, das ist hier von Mother Scrap, ist das Dashing Circles. Da habe ich den fünf größten, fünf kleinsten, je nachdem aus welcher Richtung man sich das anschaut, Kreis genommen. Der hat hier so geriffelte, ja, so einen geriffelten Rand. Und da, wie gesagt, die fünf größte, kleinste Variante. Etwas Silberglitzer. Und von Create a Smile habe ich hier dieses süße Set hier mit diesem niedlichen Mäuschen genommen. Aber da wir ja uns mehr auf die Stanzteile konzentrieren sollen, gibt es diesmal nicht das Mäuschen, sondern nur den Text. Den finde ich nämlich auch sehr schön geschrieben. Dann einen Kartenrolling liegt hier. Das hier ist ein getrocknetes Blatt. Da war ich mit meinen Kindern spazieren, habe das einfach mal eingesammelt und zwischen ein paar Buchseiten getrocknet. Und von Kreativdepot benutzen wir hier diese schöne Elchstanze. Ist es ein Elch? Oder ist es ein Hirsch? Naja, gut. Ist egal. Tierchen halt, ne? Mit Geweih. So, eventuell habe ich mir noch so ein paar Herzchen zurechtgelegt. Oh, ja, das war's. Dann würde ich sagen, können wir doch eigentlich schon direkt anfangen, oder? So, ich lege mir das Blatt hier schon mal hin. Die Sachen brauche ich etwas später. Die brauche ich gleich zum Stanzen. Ja, gleiche Spielchen wie wie zuletzt jetzt auch schon. Ich kann meine Big Shot leider hier nicht drunter packen. Das geht einfach nicht. Das heißt, ihr werdet davon nicht so viel sehen. Ja, vielleicht mal so ein Arm, der da rumkurbelt. Aber ich habe sie zumindest schon mal hier direkt stehen. Normalerweise steht sie nämlich nicht dort. Alles nur für euch. Au, was ganz Wichtiges habe ich vergessen. Wir brauchen... Genau. Wir brauchen noch ein Stück Pappe. Also Cardstock. Das ist jetzt hier auch irgendein Reststück, was ich mir genommen habe. Ja, das war's. Ja. Gut, dann würde ich sagen, auf die Blätter und fertig und los! Jetzt aber wirklich. Also, ich habe das Kärtchen jetzt fertig.
Und falls jetzt, ich weiß nicht, ob wir das in der Kamera noch gut sehen können, aber diese Blattstruktur, die ist richtig, richtig cool, die dann nochmal rauskommt. Gut, hier der Stängel, da hätte ich noch ein bisschen mehr vielleicht schräg halten müssen oder irgendwie sowas. Aber ja, gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Und dass wir uns dann morgen wiedersehen. Bis dann. Schönen Abend noch. Ciao.